Grüß euch Leute und herzlich willkommen zur weiteren Folge von LS19 Tirol RB. Mit dabei seid ihr der Erik. Servus. Daniel. Servus. Und ja, wie ihr gesehen habt, in der letzten Folge hat der Daniel angefangen, von mir die Maschinen abzuholen und zu reparieren. Und wie es jetzt weitergeht, lasst euch überraschen. Es freut uns halt, dass die Videos so gut ankommen bei euch. Tut es gern weiter so und teilt es auch gern mit euren Freunden. Ja, wenn es für die anderen aus nichts zum Sagen gibt, würde ich sagen, machen wir weiter mit unseren RB. Passt. Hallo, ich bin mit der ersten Fuhr wieder unterwegs zu dir. Ja. Da sind wir die Titan und die Ballmaschine. Bin fertig. Ja. Kleinigkeit waren zu reparieren, aber ich sehe, du möchtest ja die Gesamtzahl haben. Ja. Wie wir vorher mal ausgemacht haben, 2 Millionen Panikkapital. Ja, na sowieso, du Vogel. 2 Millionen Kapital. Ja, wenn es 1000er kostet, kostet es 1000er. Ja, Costa! Ja? Ich hab jetzt nochmal nachgerechnet, 156.000 Liter sind 39 Ballen. Das ja. Heißt, du bekommst dann von mir 39 Ballen. Genau. Ja, weil ich habe oben in der Heutrocknung auch Heu drinnen. Vielleicht mache ich da die Heuballen dann gleich. Passt. Aber ich ruf dich, oder ich sag's dir dann, wenn's das abholen kannst. Ja, mach das ruhig. Kostet halt 450 pro Ballen. Ja. Nein, nein, war nur Spaß. Eine Kleinigkeit werde ich dir verlangen müssen. Für die Arbeit, aber ansonsten. Das Trocknen selbst ist kostenlos. Das erste Mal. Danke. Ah, bist du auf dem Hof, Philipp? Ja. Schon mit der ersten Fuhr, magst du gleich alle an? Was? Magst du die erste Fuhr gleich abladen? Ja. Ich leg da gleich die nächste wieder auf. So bist du gemacht. Sauber, voll tankt. Nein, nein, über den Traktorplatz. Schon zwei Platz. In zwei Wochen kriegst du mal gut. Da im E-Werk werde ich nachher noch ein neues Messer bringen, ein Paktel. Nein, wird knapp werden. Geht, stopp! Kann sie ausgehen. Mach mal zu. Perfekt. Was, der Richter ja gleich? Nö. No.
Servus, Kollege! Servus! Kannst du dann gleich nur mit zwei LKW voll abholen? Ja. Und überweist mir nur mal 50.000. Ja. Der fahr mal. Also noch zweimal? Noch zweimal, ja. Costa? Ja? Das ist perfekt von dir, dass du die Bestandsliste schon alles da hast und alles vorbereitet hast. Ja, das ist alles im Büro, auf dem Tisch, an meinem Laptop. Haben ja alles zuvor schon mitgenommen. Ja. Fehlt dir eh nicht viel bei den Traktoren. Da ist ein schlecht aus. Da ist ein schlecht aus. Dann haben wir nochmal den Service. Ja. Schlappschmieren da. Dass man da gleich sehen ab. So. Und Daniel, zufrieden mit meiner kleinen Werkstatt? Perfekt. So, passt, passt. Ich hoffe, du hast die Ersatzteile alle gefunden, die bestellt worden sind. Alles da, ja. Ja, kam alles gestern noch an, also per Express, also. Das passt super. Da haben wir einen Explorer. Das passt alles. Auch nochmal das. So. Passt. Perfekt.
Ich würde sagen, Philipp, da kommt die Samen, da kann ich ein schönes Gerät. Ja, bin zufrieden mit ihm. Leider war ein bisschen Greifreparatur dabei. Naja, das macht nichts. Hauptsache, die Maschinen sind wieder angelaufen beieinander. Aber hast ja aber auch noch einiges auch noch drin, ne? Ja, das da vorne, das ist für einen anderen Markt. Das, da können sich die Leute die Milch selbst abholen von dem Automaten. Ach so. Weil für die Milch von der Kuhweide verlange ich 2000. Ja? Also ums Doppelte mehr, als wie ich dir verlange. Ich hoffe, nichts bei Bescheidung, vielleicht holst du davon auch mal was ab. Ja, wenn du mir das bezahlst, was ich will, dann gerne. Kostet halt um einiges mehr als wie die normale Milch. Ich weiß. Bessere Qualität, ne? Mir gibt's nur beste Qualität. Gut. Das finde ich eigentlich allem super, dass die Maschinen schon voll tankt sind. Was? Das finde ich allem super, wenn ich die Maschinen abhole und die sind schon voll tankt. Ja, super. Wenig Arbeit für mich. Und ich muss jetzt halt mal nicht bestellen. Normal sind die ja nicht voll tankt. Also ich weiß gar nicht, ich hab die jetzt schon eine Zeit nicht mehr gehabt. Der kleine Samen war voll tankt. Der Explorer. Der Steirer war auch voll tankt. Okay. Daniel! Jo! Ich glaube, du müsstest mal nach meinem LKW gucken. Die Reifen sind, haben irgendwie, ja. Kleinen Schlauch. Luft. Ja, schauen wir dann mal. Reifen schon mit Warnblinker. Ich muss halt nur kurz warten, dass Philipp den Auftrag schnell fertig machen kann. Ja. Kein Thema. Ich schau dir nach. Du kannst ja selber dabei liegen. Dings, mal versuchen Luft einpumpen. Wenn die Luft ausgeht, muss man neue Reifen bestellen. Ah, ich lasse dich lieber sicherheitshalber drüber gucken. Jetzt habe ich glaube nur für dir, Philipp, in Kipper. Und Ladewagen, was wir mal geschrieben haben. Ja. Und das fahre ich jetzt mit meinem Traktor nach Hause. Ich kann da aber schon mal hier die ganze Rechnung jetzt zusammengeschrieben. Nee, das wärst du bist eigentlich fertig, oder? Ja, die Uhren haben ja die ganzen Teile ja schon da liegen, ich weiß ja schon den Gesamtpreis. Bei den Traktoren waren wir jetzt nicht sicher. Aber bei einem Kripo ist ein Reifen erstmal einen Schlauch tauschen, was ich weiß. Und schmieren halt. Und bei einem Ladewagen sind vorne 3 Zentin hin und halt auch nochmal ausschmieren.
kann er den ganzen Samsummer ja sagen. Muss man jetzt nochmal durchrechnen. Wenn ich bei dir oben bin, ich war jetzt eh da oben, kannst du die Geräte gleich anladen. Weil ich hätte die Bestandliste, halt die Bestandteile schon dabei. Weil jetzt einen kann ich bei mir in der Welt, bei mir am Hof auch einbauen. Und ja, das angekriegt alles. Ich war da. Naja. Verschiedene Geräte wieder. Du kannst mir eigentlich ja, mit einem Traktor schnell einen Krippo hochbringen zu mir am Hof. Und ich mach. Ja, war ich schneller. Krippo und den Ladewagen. Herrgott, da ist er so knapp. Hörst du ihn da? Pass mal da davor raussteigen. Du? Ja, fahren wir weiter rauf. Noch ein bisschen. No. Stopp! Legst mal kurz an. Schmier was durch, kannst du gleich wieder mitnehmen, bis du den nächsten da hast. Müssen wir etwas Expresslieferung schnell bestellen. Schönes Gerät da, bitte, oder euer Bus. Fällt mir. Ja. Ich bin zufrieden mit der Maschine. Das ist gerade die gerechte Griss. Alles andere ist mir schon ganz groß. Ja. Dankeschön. Bitte. Oder ein bisschen weg. Wo ist denn jetzt hier, du? Vor den Hof ausgestellt.
Bist gerade davor vorbeigefahren. Na passt, dann bin ich auch waschen. Was möchtest du auch waschen? Nein, den Hänger muss ich auch waschen. Die Fettwick denn. Willst du ein neues gescheites Gerät wieder haben? Ja, aber dann denkt dann echt wieder gleich dreckig. So, dann rechne ich schnell aus. So, das ein... Das drei... So, Gesamtpreis sein 7000. Ja. Bei Titan haben wir jetzt hinten zweimal die Reifen tauschen. Das sind nur Reifen kostet dann 1000 da hinten. Die Vorderen kosten 500. Sind es da 3000. Beim Steirer ist hinten ein Reifen hingewiesen. Du hast eine Sonderanfertigung, da kostet nur ein Reifen 2000. Noch ist halt der Service drin. Dann habe ich beim Titan noch Lichter tauschen müssen. Da ist die Messerklingen dabei, die was du selber reinbauen kannst. Dann müssen vorne Hydraulikzylinder tauschen beim Steirer. Ein bisschen Kabel erledigen, Dichtungen tauschen. Und bei einem Explorer habe ich müssen Line Service machen. Plus 200 für die Windschutzscheibe, weil die hat einen Sprung gehabt. Ganz oben im Eck. Mhm, ne. Sind es insgesamt 7000 glatt. Ne. Sind schon ein bisschen teurer gewesen, aber ich gebe dir die Teller fürs erste Mal warten einen Einkaufspreis. Ne, passt. Und für Ladewagen dezent halt. Und bei einem Kipper war nicht leider leid, ich nur ein Schlauch war undicht. Nö. No. Das war's. Hallo, eh noch einen halbwegs guten Preis gemacht. Nein, das passt eh gut, ich bin zufrieden. Leist du erst der Woche beim Steirer oder hinterer Rafen 2000? Und sind seine Maschinen gut beieinander? Ja. Was riecht man, dass du auf die Maschinen aufpassst? Ja, ich möchte auch lange was davon haben. Ja, und auf der Ballenpress habe ich müssen noch Kuh fahren, die Aufnahme, das Pickup ein bisschen einstellen, weil der ist ein bisschen zu hart gelaufen. Oder ist er nicht verrechnet? Das waren leider 2 Minuten Arbeit. Was hast du da umgestellt? Der Pickup ein bisschen tiefer verläuft. Weil er ist zu hoch gewesen und zweit vorn. Halt zweit hinten. Der Hecher, du verstehst erstmal den nicht. Na, tiefer ein bisschen. Na, darfst du mir nicht da, dann zieh ich ja wieder mehr Dreck rein. Na, der ist davor. Der hat geklemmt. Ich hab bewusst die Maschine ein bisschen härter gesetzt, dass. Der hat geklemmt. Ja, Zylinder. Die großen hab nicht erwischen. Nein, du wischst nicht. Wenn sie genau so eingestellt ist, sieht der Wisch aus. Das ist vielleicht Minimum gewesen, weil er hat geklemmt, da sind innen drei Bolzen hingewesen.
deswegen hat es halt Ja, so das knackig. Maximum muss man sagen, weil von der Hechte muss man eingestellt Es ist lassen. vielleicht der Zand ein bisschen tiefer, aber du wirst es Ja. kein. Nein, ich versprich's es dir, du wirst es da kein Rosen selber. Ja, das schon, aber wie es bewusst war, ein bisschen höher eingestellt, Maschine. Ja, ist eh ein junger Schreifel fahren. Sag dir nächstes Mal. Und sonst. Ja, waschen und das an der Rede verrechnen, das ist ja logisch. Das verrechnen der Rede. Und sonst, Software habe ich keine draufspielen brauchen, weil ich habe noch keine Software rein. Na, passt. Ja, Leute, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst gern einen Kommentar da. Jetzt sind sehr gerne abonnieren, da den Tag freien. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Servus! Servus. Servus.